Spieltag. Es ist soweit. Wir treffen auf unseren Hassgegner Pauli. Nach der 4-0-Klatsche in Darmstadt wollen wir alle eine Wiedergutmachung. Und die Mannschaft kann es direkt auch wieder gut machen, wenn sie einfach gewinnen. Wo ist das Problem? Einfach ein Heimsieg. So wie beim letzten Mal, als wir 1-0 gewonnen haben. Alle sind eskaliert. Ich, ja, bin auf jeden Fall zuversichtlich. Eine der größten Rivalitäten im deutschen Fußball. Es gab insgesamt 20 Aufeinandertreffen. Haltet euch fest, nicht ein einziges Mal ist es unentschieden ausgegangen. Da kann man schon ein bisschen die Brisanz erkennen in diesen Spielen. Jetzt habe ich passend dazu noch meine alte Hansa-Mappe rausgeholt, denn ich wollte euch was Geiles zeigen. Daneben noch hier Johnnys Trikot natürlich und unser Bild. Bester Mann. Ich habe auch jetzt erst angefangen, alles wirklich einzuheften. Sonst lagen die ganzen Tickets, die ich auch von damals noch hatte, in ein paar Umzugskartons. Deswegen sind auch viele nicht mehr dort. Ja, ich hätte das mal seit Kindheit an wirklich so führen sollen. Deswegen sind mir auch ein paar Tickets natürlich durch die Lappen gegangen. Ein paar habe ich auch gar nicht mehr aufgespart. Ich denke mal, das geht den meisten genauso. Aber ja, ein paar habe ich noch gefunden, auch in Umzugskartons. Die wichtigste Karte jetzt hier ist, denke ich, diese. Wenn ihr einmal rausschaut, das war so mit einer der ersten Spiele, die ich ja, live im Stadion erlebt habe, gegen Pauli. Also ich war auch schon früher seit 2004 oder so im Stadion, ne? Bin ja auch schon ein bisschen älter. Und genau dieses Spiel 08-09 ist eigentlich jetzt nicht das Beste für uns Hansa-Fans. Das war mit dieser komischen Naki-Aktion, mit dem komischen. Aber ja, trotzdem wollte ich es euch einfach mal zeigen. Damals noch 11 Euro, weil ich halt auch noch ein Kind war, ne? Hier Kinderrabatt. Ja, so eine Karten feiere ich einfach mehr als diese Print-at-Home-Tickets, muss man einfach so sagen. Die kannst du viel geiler aufbewahren und ich denke mal, viele werden auch noch Karten haben. Genau, der Rest, auch auswärts und so weiter, kann ich euch ja dann irgendwann mal zeigen. Geile Sache. Geile Sache wäre jetzt auch, wenn wir das Ding hier ziehen. Berliner Tor auf dem Weg. Wir warten noch auf unsere Abholer. Heimsieg. 8:30 in Deutschland. Da muss man sich das auch mal reinziehen. Die anderen haben wir auch schon abgeholt. Mit ein bisschen Verspätung. Allgemein sieht die Statistik ja auch ordentlich aus. 11 Siege für uns, 9 Niederlagen. Kein einziges Unentschieden aus 20 Spielen. Da merkt man, wie hitzig das Ganze ist. Los geht's. Wir schippern los. Ungefähr Stunde 30. Was sagt der Fahrer? Machen wir 1,15 drauf. Irgendwie kriegen wir es immer hin. Unsere Kogge liegt gut in der See. FCA! FCA Darwin! Faktencheck. Pauli, seit Februar kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Unter anderem auch das Spiel gegen unsere Kogge. 1:0 zu Hause. Ey, wie geil war das 20:30 Flutlichtspiel, Mann? Hoffentlich wiederholt sich das. 13:30 Uhr. Hoffentlich wiederholt sich das. No. In den Müll damit. Guck mal, schon ist wieder schön, der Mülleimer. Schon ist der Mülleimer wieder schön. Naturbursche. Rastplatz ist auch in Hansa-Händen. Würde ich gerade sagen, schön alles abgemacht, ne? Und weiter geht's. Ankunft in Rostock und wir haben ja tatsächlich ein geiles Präsent von Hansa bekommen. Das werde ich jetzt holen. Da ist das gute Stück. Unsere Fischdose. 20.000 Kapitäne und wir sind auch schon viel mehr. Also, wer jetzt noch kein Mitglied ist bei Hansa, ne? Schnell mal machen. Unterstützen. So, ich kriege das Ganze hier nicht auf. Also Leute, wer hat seine Fischdose schon bekommen? Schreibt's rein. Und wie gesagt, wenn ihr noch kein Mitglied seid, natürlich Mitglied werden. Schade, dass da nicht noch ein bisschen Fisch drin ist. Da ist ja gar kein Fisch drin. Ich hab Hunger ja. Eigentlich. So, und ja, ein Dankeschön an über 20.000 Mitglieder bei unserem FC Hansa Rostock. Eine Kapitänsbinde. Ja, ran damit. Wenn wir heute gewinnen. Ey, die wird heute hoffentlich der Glücksbringer sein. Musst du aber auch tragen. Wenn wir heute gewinnen, musst du sie die Rest der Saison rechts tragen. Rechts oder links? Wo trägt man das? Immer links, oder? Oder rechts? Rechts. Sieht doch edel aus hier. Ein bisschen mit Trizeps. Glücksbringer für Pauli, Mann. Check the Statistik. Der Heli macht sich auch schon bereit. Wir sind auf dem Weg. Das hat nichts mit Hansa zu tun. Die Flamingos. Ah, nee, die Flippers. Die John macht heute sein Tor. Wir haben noch ein Mitglied dazu gewonnen. Lukas. Auch Mitglied der Schipper Crew. Genau.
Prost! Jetzt ist zu spät. Stimmung ist gut. Tabelle kann besser werden, wenn wir gewinnen. Platz 14 aktuell. Könnten wir sogar auf den 5. rutschen. Aber kleine Brötchen backen. Es ist noch Anfang der Saison. Da seht ihr mal, wie knapp das alles ist. Ne? Ein Sieg kann alles verändern. Schauen wir einfach mal. Am Ende Pauli auf 7 mit einem Punkt mehr. Ich sehe Hansa auf dem 5., bin ich ehrlich. Ihr auch? Ihr auch? Schreibt es in die Kommentare. Macht jetzt Pause. Wir gucken jetzt mal, wie es parallel so aktuell auf den beiden Fanmärschen läuft. Pauli hat ja auch einen angekündigt, da ist glaube ich noch nicht viel los gewesen. Aber ihr habt mir sehr, sehr viel zukommen lassen. Vielen, vielen Dank an alle. Gucken wir jetzt einfach mal rein, wie das da aussieht. Wir haben es leider zeitlich nicht geschafft. Hier fliegen die Fetzen. Grüße, geh raus für deine Videos. Digga, das war der auf Internet. Ey, geil, Mann. Was hast du heute? 1-0. 1-0? Wo ist er eigentlich hingegangen? Einfach in die falsche Richtung. Aber Grüße gehen nochmal raus an den Korrekten. 15 Minuten vor Anpfiff. Wir sind gut drauf. Hey, auf die Dinger. Geil, Mann. Was sagst du heute? Moin. 2-1. 2-1, sehr gut. Ich steige von dir. Ich steige auf. Gute Freunde. Eure Liebe. Auf alte Götter. Eure Ziele. Auf den Gast noch mal zu lassen. Auf alles endet. Und auf ein neues Jahr, ein neues Jahr. Und auf neue Ziele, auf den ganz normalen Wahnsinn. Natürlich wieder geschafft. Wie viele Minuten noch? 8 Minuten zum Anpfiff. Leider, ey, ich wollte mir so gern so ein T-Shirt holen, so ein T-Shirt. Alles ausverkauft. Alles ausverkauft, ihr habt abgerissen. 3-0, Leute! Pauli-Fans auch am Start, aber die haben heute nichts zu lachen. Da gibt's heute nichts. 2-0. 2-0, besser ist das. Jungs, Hauptsache nicht verlieren, Mann. Hauptsache nicht verlieren, das Ding. Ich
Wir fahren auf Fußball mit Herz und nicht nur mit den Beinen. Hansa forever und für die Ewigkeit. Wir lassen Hansa niemals im Stich. Hier kommt keiner am Fußball vorbei. Wir drücken noch alle die Daumen. Wir sind fest mit dem Herzen dabei. Da können andere Vereine nur staunen. Hier spielt man den Ball auch mit Spaß. Mit Spaß! Hier steht man auch richtig zusammen. Zusammen! Hansa forever und für die Ewigkeit. Für immer und ewig und auch bei der Strecke sehen. Wir halten zusammen. Wir werden nicht vor. Oh mein Gott! Nochmal! Nochmal! Nochmal!
machen! Er geht direkt rein. Ja, aber so eine, nochmal. Mach heute dein Ding, Junge! Mein Bruder geht auf Klo, hoffentlich kein schlechtes Omen, er geht auf Klo. Wir passen auf 2-0 jetzt. Da passiert wieder ein Tor. 2-0. Gegen Darmstadt war ja Flaute. Ja, scheiß drauf. Schön. 2-0. Was haut der für ein Ding raus? Was haut der da raus? John! Wir haben es doch geschrieben! Schon sowas sollte dein Ding! Wer macht das denn? Aber sowas von Trauma! 2-0! Hansa! Rostock! Hansa! Rostock! Noch eins! Hau die Scheiße rein! Hau ihn rein! Alvin, ich hab dir das gesagt, überpasst das denn? Harmloser Angriff, 20 Minuten, 2-0. Für uns, er hat für uns gewandt, Digga. Er hat so Frust. Schon, Fall rück. Das geilste Tor, der macht der Alter, Wahnsinn. Für euch, ich gehe immer aufs Klo. Bitte, Nico! Jetzt schärft er! Das schärft! Kannst du dir nicht vorstellen, was ein Auftritt gegen Pauli und nach Hause geht? Junge, Schärf ist die Maschine Schärf, heute. Was hat der genommen? Komm auf mein Trikot, Junge. Ja! Da liegt der Pauliana! Wie ein verzogenes Kind, aber nicht so schlimm. Da ist ein bisschen Frust im Spiel, Auswechslung bei Pauli, da geht nämlich wirklich gar nichts. Hoffen wir mal, dass das so bleibt, das muss so bleiben. Rossi wieder offensiv. Rossi Flügelflitzer. Los, Digga. Macht er gut. Ja. Die stehen sicher. Hast du Nico? Nico! Raus, Schärf! Abpfeifen! Jawohl! Halbzeit! Wind! Wir machen das heute 2-0 gegen Pauli in der Halbzeit! Ja, die 3 Punkte, Junge! Wir werden es holen! Alles Gute! Halt durch, mein Junge! Du schaffst das! Genau! Du schaffst das! Kämpfen und siegen!
Liebe Grüße an euch, ne? Mika und Paul. 3-0 am Anfang, er hat es gesagt. Und wir starten einfach 2-0. Grüße Benny König, Edwin Gabakorn und meine Freunde. Immer an die Freunde denken, wichtig. Grüße meinen Onkel Danny und seinen besten Freund René. Und Peter, Andreas und Bibi. Grüße mein Vater. Grüße mein Vater. Mein Vater? Ja, meine Mutter. So ein geiles Spiel. Ich grüße meine Mutter und meinen Vater, mit dem ich heute hier bin. Grüße geht raus. Bier. Zweite Halbzeit, weiter geht's. Grüße gehen an alle raus. Also ich sauf mir jetzt einen rein. Der Typ ist durch hier im Kopf. Aber solange das Ergebnis auch so bleibt, kann man das heute mal machen. Heute ist eine Ausnahme. Der FCA! Der FCA! Gurke!
ist genau das, was wir sehen wollen. In den wichtigen Spielen. In den wichtigen Spielen sind wir das. Wir lassen Hansa niemals im Stich. Niemals. Was sagen wir? Ein einfaches Scheiß. Max, Mann. Go. Und alle auf Max. Max, wir haben das Ding. Ihr wisst es, danke an jeden Daumen nach oben, danke an jeden Kommentar. Lasst es euch gut gehen, feiert den Sieg. Zum Abschluss, Trotzenburg. Johnny, Grüße gehen raus. Johnny, Tor des Monats. Tor des Monats. Kleines Fazit zum Spiel, absolut am Ende. Was war das für eine erste Halbzeit, was wir da abgerissen haben? Pröger. Direkt hier, sag ich mal, den Braun in die Schranken gewiesen und dann Johnny. Johnny, Junge. Vor dem Spiel, wir haben's gesagt. Und er macht dieses Traumtor. Kann man einfach nichts zu sagen. Sensationell. Wie habt ihr das gesehen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Danke für jeden Support, ob Sieg oder Niederlage. Ihr müsst euch das jetzt mal reinziehen. Gegen welche Gegner wir hier die 3 Punkte geholt haben. HSV, Bielefeld, Pauli. Machtdemonstration. Es kann kommen, wer will. Und wer hätte das gedacht? Platz 6. Hätten wir von Anfang an unterschrieben, Klassenerhalt ist das Ziel. Aber natürlich würden wir auch mehr nehmen. Na, Alvin? Wir schippern los. Oh. Bleib stabil, wir sehen uns alle nach Bavü. Mein Onkel ist wieder mit dabei.